Ich begrüße euch zu einem kleinen Special vom German Treasure Hunter und ich war neulich abends unterwegs, ohne große Kameras, nur mit der GoPro, habe aber einen sehr coolen Fund gemacht. Der befindet sich auch gerade hier unter meiner Hand und was genau das ist, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ein Zippo. Das ist ja geil. Hammer. Geil. Ein Zippo haben wir gefunden. Hier ist es auch. Das gute Stück sieht ziemlich ramponiert aus, aber mir ist natürlich eins sofort durch den Kopf geschossen, nämlich ich meine, es gibt eine lebenslange Garantie auf diese Zippos. Ich habe mal nachgeguckt, stimmt nicht ganz. Es sind 30 Jahre auf diese Benzinfeuerzeuge, aber von wann ist das Zippo überhaupt? Das kann man eigentlich relativ einfach herausfinden, indem man sich die Unterseite vom Zippo mal etwas genauer anschaut. Da sieht man hier auf dieser Seite ein I und hier eine römisch 9. Die römisch 9 besagt uns, dass dieses Zippo vom Jahr 1993 ist und auf der anderen Seite dieses I besagt, dass das Zippo im September hergestellt worden ist. Das ist der Herstellungsmonat und auf der anderen Seite ist der Jahrgang zu ermitteln. Und ja, wir werden jetzt mal gucken, ob Zippo dieses ramponierte Feuerzeug, was ich ca. 30 cm unterm Acker gefunden habe, ob die das nicht wieder hinkriegen. Auf Garantie natürlich. Das wäre echt eine super lustige Sache. Ich habe ja schon einen Umschlag vorbereitet. Wir schicken das Ganze in die Zippo European Repair Clinic. Packen das jetzt mal hier rein. Und ich bin gespannt, was passiert. Wäre natürlich eine ziemlich coole Sache von Zippo, wenn die das Ding repariert wieder zurückschicken nach so vielen Jahren. Also da bin ich echt mal gespannt, was passiert. Ich halte euch natürlich hier auf dem German Treasure Hunter Channel über diesen Fall Zippo auf dem Laufenden. Und natürlich gibt es auch schon bald wieder eine neue große Folge mit weiteren Funden, die wir gemacht haben. Also wenn euch das Ganze hier gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, vielleicht auch mal das Video teilen. Und wer es noch nicht gemacht hat, den Channel abonnieren, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.